Er schaut nicht auf die Tabelle, sondern auf den Gegner. Christian Brandt hatte seine Mannschaft noch einmal gewarnt. Wir dürfen in Paderborn nicht böse unter die Räder geraten, sagte der Hansa-Trainer noch vor dem Spiel. Und er sollte recht behalten. Die Anfangsphase gehört den Gastgebern in den dunklen Trikots. Das ist schon lau. Dedic, der wird nicht richtig angegriffen. Mit dem Auge für Kruska. Schuhen passt auf. 11. Minute, erster Warnschuss auf das Hansa-Tor. Christian Brandt unzufrieden. Sein Team ohne nennenswerte Szene in der ersten Halbzeit. Die Paderborner hingegen bemüht, den Rostocker Abwehrriegel zu knacken. Freistoß Bickel, niemand ist bei Strodig. Aber Hansa-Keeper Schuhen ist zur Stelle. 0:0 zur Halbzeit. Das vermeldete Osnabrück-Trainer Joe Ennox. Seine Mannschaft spielt in 2 Wochen in Rostock. Der zweite Durchgang und die Hansa-Kogge nimmt Fahrt auf. Tobias Jannicke schickt Gardaski. Der ist schneller als sein Gegenspieler. Brammenwett ab. Wannenwetsch sagt Danke. Stefan Wannenwetsch macht sein 19. Spiel und erzielt seinen ersten Treffer für die Hansa. Torhüter Brammen war zur Halbzeit eingewechselt worden und legt unfreiwillig das 0:1 auf. Paderborn braucht 10 Minuten, um sich zu erholen. Schonlau sieht die Lücke. Kruska, Dedic, vorbei. Das müsste doch eigentlich der Ausgleich sein. Rostock sichert hinten die Null und lauert vorne auf Konterchancen. Andrist mit Übersicht auf den zweiten Pfosten. Da steht Marcel Zimmer. Brammen noch mit den Fingerspitzen dran. Die anschließende Ecke. Tobias Jannicke mit dem Zeichen. Da kommt er hin. Und da steht Dennis Erdmann. Das Spiel der seltenen Torschützen. Dennis Erdmann, sein letzter Treffer ist 7 Monate her. Paderborns Zulinski kommt zu spät. Erdmann muss nicht einmal hochspringen. Der Hansa-Trainer bedankt sich mit Zuckerbrot und Peitsche. Nach dem 0:2 geben sich die Paderborner auf. Andrist, auf Zimmer. Marcel Zimmer wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt und macht den Deckel drauf. Kurz danach fliegt Paderborns Michel noch vom Platz, aber das ist egal. Hansa siegt dank einer starken zweiten Halbzeit. Wir bleiben bescheiden, wir müssen hart arbeiten, wir müssen weiter gut marschieren, die Zweikämpfe gewinnen. Und so wie heute, das war natürlich fantastisch. 9 Punkte und 10 Tore in 3 Spielen, die Hansa-Kogge mit Aufwind.